Optisch, was war das? Warum ist mit unserem WLAN irgendein Problem? Warum lädt der ein Video nicht hoch bei mir? Aber wenn ich dann von WLAN rausgehe, funktioniert das komischerweise. Nein. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Ja, heute drehen wir mal endlich mal das heiß begehrte Fragen-Antwort-Video für euch. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass jetzt ein paar Fragen kommen, aber ich werde sie mal einfach mal beantworten. Nein, ich glaube nicht. Das hat aber nicht den Grund, dass wir uns nicht lieben oder ich nicht gerne den Mann, den ich sowieso schon einmal geheiratet habe, nochmal heiraten würde, sondern, weiß ich nicht, das wäre einfach nicht der Zauber von der ersten Hochzeit. Und dafür würde ich vielleicht unsere Hochzeitstage ein bisschen größer feiern. Wir feiern nämlich dieses Jahr übrigens 10. Hochzeitstag. Das 3000 Jahre später. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir nochmal heiraten würden. Okay. Weil wir eine blöde Hochzeit hatten. Sondern wenn, dann würden wir nochmal heiraten, weil wir uns tatsächlich richtig lieben. Also, das wäre, denke ich mal, der Grund. Wow. Mehr war da eigentlich gar nicht. Okay. Ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. Er hat mir damals was zu trinken ausgegeben und ich habe es dankend angenommen und bin dann verschwunden. Also habe ich mir kein Urteil über ihn, über sein Aussehen oder sonst irgendwas gebildet. Bei uns oder bei mir, von meiner Seite aus, war es erst der zweite Blick sozusagen, der dann dachte, oh ja, ganz schnuckelig. Ja, auf jeden Fall. Nur, da bin ich wieder so ein kleiner Schisser. Also früher habe ich da schon mal drüber nachgedacht tatsächlich, aber mittlerweile bin ich von dem Gedanken ganz ab und bin der Meinung, mir geht es sehr, sehr gut hier. Wie ich dann natürlich im späteren Alter denken werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke aber, die nächsten paar Jahrzehnte wird dies nicht der Fall sein und wir werden auch nicht drüber nachdenken. Er lässt seine Socken überall liegen. Er lässt seine Klamotten allgemein überall liegen. Er schmiert sich ein Brot und lässt alles liegen. Er duscht, er rasiert sich und lässt alles liegen. Ich würde sagen, das Allermeiste, was mich stört, ist, dass er alles liegen lässt. Mich stört am meisten, dass wir hier einen Thermomix haben und dennoch manchmal vergessen wird, es zu benutzen. Definitiv Serki. Ich. Also erster Linie ist gesund zu bleiben. Ganz wichtig ist es auch zusammen zu bleiben. Unser Ziel ist, ich denke mal, ich spreche für Phyllis mit, eigentlich schon erreicht, dass unsere Kinder und wir tatsächlich gesund sind. Also für mich ist die Gesundheit an erster Stelle und Rest ergibt sich, weil ich lebe eigentlich immer den Tag, so wie es gerade kommt und bin nicht so der große Planer und Phyllis auch nicht, daher passt das immer. So wie Arsch auf Eimer, solange ich der Eimer bin. Also ich wünsche mir das, was sich jeder Mensch bestimmt wünscht. Ich wünsche mir ein glückliches und erfüllendes Leben. Ich wünsche mir so viel Geld, dass wir gut leben können. Ich wünsche uns allen Gesundheit und Glück, genau. In 10 Jahren sind wir hoffentlich in unserem Eigenheim. Wer weiß, das soll jetzt auch bald anstehen. Und leben dort gesund und glücklich und munter. Ich mache immer noch YouTube-Videos und bin immer noch aktiv auf Social Media. Ja, ich hoffe, in unserem gebautes Haus mit erwachsenen, gesunden Kindern. Aber ich denke, dass ich noch hier in Deutschland leben werde, in 10 Jahren. Nein, ich bin nicht besonders eifersüchtig. Also, er gibt mir zwar auch keinen Grund dafür, aber ich bin von Natur aus jetzt nicht so ein extrem eifersüchtiger Mensch.
Eine gesunde Eifersucht ist meiner Meinung nach in einer Beziehung sehr wichtig. Sie sollte aber auf keinen Fall übertrieben oder krankhaft sein, denn das kann ganz, ganz schnell zu einem Ende der Beziehung führen. Also alles in einem gesunden Maß. Mittlerweile nicht mehr so mit, hey, warum guckst du den Typen so an? Hey, der Typ hat dich so angeguckt. So, das war mal früher. Phyllis kann das bestätigen, dass ich damals in der Schiene sehr eifersüchtig war. Aber mittlerweile nicht mehr, weil ich kenne meine Frau schon seit über 10 Jahren. Sind wir glücklich verheiratet. Ich vertraue ihr blind, aber Eifersucht ist dennoch natürlich irgendwo da. Ne? Es geht nicht weg, wird auch nicht, hoffentlich. Also ich schätze an ihm seinen Humor, also wer ihm auf Instagram noch nicht folgt, Serki-85, es ist super witzig einfach, also es wird nie langweilig. Einfach ein positiver Mensch ist und mich immer wieder zum Lachen bringt. Das sind so mehrere Faktoren, wo ich sage, das, dies und jenes, das passt alles. Und, aber was ich wirklich sehr groß an meiner Frau schätze, ist ihre Ehrlichkeit mir gegenüber. Serki. Ich. Also ich bin schon etwas strenger. Ich habe so mehr die Kommandos so in der Hand. Also die Kinder haben absolut Freiraum, was sie machen möchten, und wenn uns das passt, dann wird mitgemacht, und wir ermöglichen den Kindern ja eigentlich schon wirklich sehr viel, und das hatte ich nicht. Phyllis hatte das auch nicht, daher haben wir uns entschieden, aber unsere Kinder werden das Beste bekommen, was wir denen ermöglichen können, und daher sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Juhu, ich bekomme ein freies Zimmer. Natürlich weiß ich jetzt, das dauert bis dahin. Aber wenn so der Punkt kommt, denke ich dann, hey, hallo, bei mir war es ja auch der richtige Moment, im richtigen Zeitpunkt. Ich bin auch ausgezogen und ich würde ihn so unterstützen, weil ich bin damals alleine umgezogen. Mir hat niemand geholfen, meine Eltern waren in der Türkei. Als sie wieder kamen, war die Bude leer. Halt eben so viel Tamtam, und ich würde das ganz anders machen. Ich wäre richtig, richtig, richtig traurig, wenn eins der Kinder ausziehen möchte. Ich bin ja jetzt schon traurig, wenn ich daran denke, dass eins der Kinder irgendwann einmal ausziehen möchte. Aber mir ist natürlich auch klar, dass jedes Kind oder jedes unserer Kinder irgendwann selbstständig wird und sein eigenes Leben dann auf die Beine stellt. Hoffentlich haben sie dann alle Berufe, in denen sie arbeiten, was ihnen noch Spaß macht, und haben einfach ein glückliches, zufriedenes Leben, haben viele Freunde und Familie um sich. Das ist das Wichtigste. Und wenn sie dann irgendwann ausgezogen sind, heißt es ja nicht, dass wir uns nie wiedersehen. Ich hoffe natürlich, dass unser Verhältnis immer ein sehr, sehr gutes sein wird. Also ich werde auf jeden Fall immer für meine Kinder da sein, immer ein offenes Ohr haben, für alles offen sein, egal was passiert, und hoffe, dass meine Kinder da genauso denken. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich schon manchmal Blicke kassiere, die so ein bisschen abwertend aussehen. Also manchmal merkt man das ja, wenn man ja einfach da langläuft im Einkaufszentrum oder so und die Leute gucken. Das ist aber in der Tat nur ganz, ganz selten und sehr wenig. Wenn wir Blicke kassieren, dann wirklich nur, weil sie unser Baby süß finden, weil sie unsere Kinder hübsch finden oder einfach es toll finden, wie wir da mit unseren Kindern langlaufen. Also ich würde sagen, das Positive überwiegt, und es gibt immer irgendjemanden, der irgendetwas was auszusetzen hat. Da sollte man jetzt nicht drauf aufbauen oder sollte sich da irgendwie einen Kopf machen. Wichtig ist nur, dass wir uns wohlfühlen, und was alle anderen von uns denken, ist im Grunde genommen egal. Ganz ehrlich, nö. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt einmal zu einem Einkaufszentrum reingehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Überzahl sind. Aber ich bin überhaupt kein Stück mit so einem Gedanken irgendwo unterwegs, dass mich die Leute komisch angucken. Im Gegenteil. Klar gibt es immer wieder Situationen, in denen man streitet, man fühlt sich in der Beziehung unwohl. Wir haben auch viele, viele, viele Hürden durchgemacht, die negativ waren, und wir mussten uns auch erstmal aufrappeln über die Jahre. Also es war nicht immer einfach, gerade am Anfang. Aber so richtig ernsthaft über eine Trennung haben wir tatsächlich noch nicht nachgedacht. Ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass wir beide immer an allem festhalten und dann das Positive darin sehen und über alles reden vor allem. Und
ja, Zack ist sowieso ein Mensch. Wir streiten uns und 5 Minuten später, da hat er alles wieder vergessen und tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist übrigens auch eine Eigenschaft, die ich an ihm hasse eigentlich. Er kann nicht streiten. Ich bin dann total nachtragend und er ist nach 5 Minuten wieder, versucht er wieder irgendwie ins Gespräch zu kommen, wo ich mir dann denke, wir haben gerade vor 5 Minuten gestritten. Wie kannst du nur so tun, als ob nichts gewesen ist? Manchmal haben wir so einen Tiefpunkt, wo wir mit Phyllis so sagen, ey, ist das nur so eine Phase oder warum läuft das im Moment so zwischen uns nicht so, wie es immer ist? Und ein paar Tage und dann ist es wieder gerappelt. Aber wenn das wirklich ein sehr starkes Thema ist, ist es immer themenabhängig, was passiert ist. Und bis jetzt ist nichts passiert, Gott sei Dank. Ich bin und bleibe meiner Frau immer treu und sie natürlich auch. Okay. Daher gehe ich davon aus, dass das der einzige Grund wäre, warum man dann sich trennen würde, wenn man halt eben nicht mehr für den Partner da ist. Ne? Das merkt man aber schnell. Puh, das ist schwierig. Ich bin mal ehrlich, ich war wirklich sehr klein. Ich war im Urlaub mit meinen Eltern. Da habe ich aus der Türkei nach Deutschland heiße Girls Hotlines angerufen. Ne? Und das war halt eben wirklich nicht um das, warum man anruft, sondern ich habe denen eine Geschichte erzählt. Dann habe ich auch gesungen und gepfiffen am Telefon. So halt eben Langeweile, nie mit den Konsequenzen gerechnet. Bis fast 3.500 Euro nach Hause geflattert sind und das war, mein Papa war wirklich sehr sauer. Ja, das war das Einzige eigentlich, wo ich sage, wow, das war echt sehr übel fies von mir. Also so Jugendsünde würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber für mich gehört das Rauchen definitiv dazu. Es ist in meiner Meinung nach eine Jugendsünde. Ich habe ziemlich früh damit angefangen, habe aber auch schnell wieder aufgehört zum Glück, obwohl ich habe schon ein paar Jährchen geraucht, aber damals mit Milan schwanger geworden und dann aufgehört und nicht wieder geraucht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, in jungen Jahren angefangen, einfach leichtsinnig und blöd gewesen, irgendwie falsche Freunde gehabt oder was weiß ich. Das war damals auch viel cooler als heute, was ja auch sehr, sehr gut ist. Rauchen ist nämlich mittlerweile nicht mehr so cool wie früher. Und ja, das zählt definitiv mit zu meinen Jugendsünden. Serkei hat eine Macke. Er verlässt das Haus, um dann nochmal zu klopfen, weil er was vergessen hat und rennt dann mit den Schuhen durch die Wohnung. Ja, also es sind so vielleicht 2, 3 Faktoren, wo ich sage so, okay, wenn Phyllis morgens ihren Kaffee nicht hat. Oder ich schicke ihn zum Einkaufen und er vergisst das, was ich ihm gesagt habe und holt dafür andere Sachen. Oder sie zieht auch meine Socken gerne mal an. Und das andere wäre halt eben immer, dass sie, wenn sie was macht, so wie Brot schmieren, nur für sich selbst schmiert. Aber das ist voll okay, Leute. Ne? Ich frag ihr auch nicht. Deswegen macht sie es auch nicht. Ich sag nicht nein. Unser Esstisch hat noch einen Stuhl frei. Ist überhaupt kein Problem. Wir haben ein Tellerset von 24 Teilen. Also nach oben ist es offen, aber geplant ist es jetzt nicht. Ich kann euch wirklich den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist kein 5. Kind geplant. Wir sind erstmal mit ihr heftig zufrieden. Sehr zufrieden. So ein stilles Kind. So ruhig. Sie sagt nicht mal ein Mie. So ruhig. Deswegen haben wir uns entschieden, erstmal über ein 5. Kind nicht nachzudenken. Und ich bleibe auch erstmal dabei. Und sie auch, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, also ich weiß es nicht. Ich werde ja auch nicht jünger und wir haben ja nun schon 4 gesunde Kinder. Man weiß nie, ich möchte niemals nie sagen und ich bin ehrlich gesagt auch nicht abgeneigt. Das wird sich mit der Zeit vielleicht noch zeigen. Also wenn dann, auf jeden Fall bevor ich 40 bin, das wäre dann in 4 Jahren. Und im Moment lastet uns Lia aber sehr aus und sie nimmt uns voll ein und das reicht uns auch und sie braucht immer noch unsere vollste Aufmerksamkeit. In der nächsten Zeit wird da also auf keinen Fall was in die Richtung kommen. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wo werden wir in 10 Jahren sein? Wie viele Kinder werden wir haben? In welchem Haus werden wir leben? Man weiß es nicht. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen und freue mich auf zahlreiche Kommentare und
Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.